Detlef Frier hat einen Traum. Er will Bürgermeister werden. Seit 2014 ist er Kommunalpolitiker. Er ist Kreistags- und Stadtverordneter für die AfD. Ein Mann des Volkes und des Wortes. Das wird man doch wohl sagen dürfen, ist seine Devise. Hier auf einer Wahlkampfveranstaltung in Erkner im September. Ich sage ganz offen das böse Wort Umvolkung. Die wird nicht erst kommen, die ist schon im vollen Gange. Und ich frage Sie alle hier, wollen Sie das? Wollen wir das? Nein, wir wollen das nicht. Aber das deutsche Volk soll ausgetauscht werden. Etablierte Politiker sind dämlich, die Kanzlerin ist eine Diktatorin und Flüchtlinge wollen nur abzocken. Für Frier ist die Situation klar. An der Basis in Lebus schätzt man Frier hingegen für seine Kompetenz und seine Kontakte. Seine Weltanschauung ist da weniger ein Problem. Und in der heutigen Zeit, da mache ich mir auch nichts vor, läuft ja nicht alles eigentlich so auf Landesebene, auf Bundesebene, wie das manche Herren und Damen gerne hätten. Und man versucht doch, sag ich mal, von vielen abzulenken. Und ich sage immer, da ist jemand, an dem ich mich festmachen kann, der kommt mir dann schon recht. Mit räumlichem Abstand zum Lebuser Gemeindeparlament sehen viele den charismatischen Frier etwas kritischer. Das, was er von sich gibt, ist wirklich besorgniserregend, ob teilweise menschenverachtend und für mich eben doch gerade als Demokratin unvereinbar, dass er jetzt eben ein demokratisches Amt wie ehrenamtlicher Bürgermeister anstrebt. Heute Abend die erneute Abstimmung. Beim letzten Mal waren 11 Gemeindevertreter für ihn, 3 gegen ihn. Was folgte, war die politische Schelte. Heute fehlte mehr als die Hälfte der Stadtverordneten. Das Gremium war so nicht beschlussfähig. Der älteste Stadtverordnete wird nun bis Februar die Aufgaben des ehrenamtlichen Bürgermeisters weiter übernehmen. Und Detlef Frier? Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass, wenn sich meine persönliche Lebensplanung nicht allzu sehr verändert, dass ich erneut als Bürgermeister für diese Stadt kandidieren werde. Detlef Frier gibt nicht auf. Vielleicht klappt es ja im Februar. Dann kann die ganze Gemeinde ihren ehrenamtlichen Bürgermeister wählen.